So, schauen wir uns die Effizienz von Produktionsentscheidungen einmal grafisch an. Hier, damit wir das grafisch darstellen können, wird das Produkt annahmegemäß mit genau zwei Faktoren hergestellt, also zwei Inputs. Einmal zum Beispiel, stellen wir Getreide her. Nennen wir mal X ist Getreide. Und es wird dann halt mit Saatgut, das nennen wir R1, und Arbeitszeit hergestellt, das ist dann R2. Okay. Und wenn wir uns die linke Grafik hier mal anschauen, das ist der Fall von substitutionalen Faktoreinsatzbedingungen, sehen wir zwei Isoquanten abgebildet. Eine für eine Ausbringungsmenge x1 und eine für eine Ausbringungsmenge x2, die natürlich größer ist, weil die mehr Inputs auch verwendet. Zur Erinnerung, als Isoquante bezeichnet man die Menge von Faktorkombinationen, die zur selben Ausbringungsmenge führt. Der Einfachheit halber reden wir jetzt erstmal nur über die Isoquante x1. Also das hier sind alle Kombinationen von R1 und R2, die genau zu dieser Outputmenge führen. So, und haben wir mal zwei Beispielpunkte markiert, A1 und B1. Im Punkt A1, das ist der hier, da wird relativ wenig R1 reingesteckt, also relativ wenig Saatgut. Das sehen wir hier dran, wenn wir eben hier runtergehen auf die Achse. Und relativ viel R2, also hier braucht man eben, also bei dieser Faktorkombination braucht man relativ viel Arbeit und wenig Saatgut, um auf die Menge x1 zu kommen. Wenn wir uns dann den Punkt B1 anschauen, sehen wir, da brauchen wir relativ viel Saatgut, aber relativ wenig Arbeitszeit, um auf die gleiche Menge x1 zu kommen. So. Und damit können wir jetzt schon Aussagen über Effizienz versuchen zu treffen. Sie sehen, die Isoquante ist so relativ stark gewölbt. Und durch die Form dieser Kurve können wir jetzt schon festlegen, dass effiziente Kombinationen von R1 und R2, die können nur auf dem Südwestrand der Isoquante vorliegen, also zwischen den Abschnitten A1 und B1. Also auf diesem Rand hier müssen die effizienten Kombinationen liegen. Alle anderen Abschnitte auf der Isoquante sind durch Verschwendung gekennzeichnet. Und warum, das sehen wir gleich. Synonym könnten wir auch sagen, sie sind ineffizient, die Punkte, also alle Punkte auf den durchgestrichenen Abschnitten. Sie sind ineffizient, sie werden dominiert oder sie widersprechen dem Rationalprinzip. Das ist alles die gleiche Aussage. Genauer gesagt hier dem Minimalprinzip. So, und warum haben wir dort Ineffizienz? Das schauen wir uns jetzt an. Ich mache noch kurz das Durchgestrichene weg, damit wir uns da Beispielpunkte noch einzeichnen können. Schauen wir uns zum Beispiel irgendeinen Punkt an, oberhalb von A1, diesen hier. Dann sehen wir, dass wir die gleiche Outputmenge auch mit dem gleichen Einsatz von R1 und einem geringeren Einsatz von R2 hätten produzieren können. Wenn wir nämlich von diesem Punkt hier mal hier runter gehen, sehen wir, dort haben wir genau die gleiche Menge an R1, wie hier oben, aber eine viel geringere Menge an R2 als hier. Das heißt, der Punkt hier oben ist durch Verschwendung gekennzeichnet, weil man könnte genau den gleichen Output mit genauso viel R1 und weniger R2 herstellen. Und das ist eben die Definition von Ineffizienz. Und das gleiche gilt für alle Punkte rechts von B1. Und deswegen sind alle effizienten Punkte hier auf diesem Südwestrand. Genau, und das hat eben auch damit zu tun, dass hier, dass diese Kurve eben in diesem Abschnitt so monoton verläuft, dass es halt hier nicht diese Überschneidung geben kann. So, wenn wir die substitutionale Isoquante jetzt vergleichen mit der limitationalen, die wir rechts haben, zur Erinnerung, limitational bedeutet ja, dass wir die Produktionsfaktoren in einem bestimmten Verhältnis einsetzen müssen, dann sehen wir natürlich schon mal einen großen Unterschied. Der erste Unterschied ist, bei Substitutionalität,
das ist hier dieser Fall, haben wir in der Regel mehrere oder sogar unendlich viele effiziente Faktorkombinationen für ein bestimmtes Output-Niveau. Wenn wir hier wieder auf X1 schauen, sehen wir, haben wir gesagt, alle Kombinationen, die auf diesem Südwestrand liegen, sind effizient. Und da das hier eine stetige Kurve ist, sind das unendlich viele Faktorkombinationen. Es gibt also unendlich viele effiziente Lösungen in diesem Fall, aber auch unendlich viele ineffiziente. Und ohne weiteres können wir uns nicht zwischen diesen Kombinationen entscheiden. Ne? Das ist dann der nächste Schritt, wo wir dann die optimale Lösung bestimmen wollen. Bei Robinson könnte man zum Beispiel bei der Kombination der beiden Faktoren Saatgut und Arbeitszeit für ein konstantes Ernteniveau ein Stück weit substituieren. Also das wäre der linke Fall, der Substituierbarkeit. Ja, substitutional bedeutet ja, wir können auf ein bisschen auf den einen Input verzichten und dafür ein bisschen mehr von dem anderen reinstecken, ohne dass der Output leidet. Jenseits einer bestimmten Menge führt ein Mehreinsatz von Saatgut natürlich bei nicht vermehrtem Einsatz von Arbeitszeit ist auch nicht produktiv. Das heißt, Substitutionalität ist oft auch lokal begrenzt. Okay? Denken Sie zum Beispiel an Pfannkuchen, können Sie auch ein Stück weit Mehl und Milch substituieren, aber eben auch nicht völlig. Und das Ganze sieht nämlich anders bei limitationalen Faktoreinsatzbedingungen aus. Dort gibt es für jedes Produktionsniveau x1 oder x2 in unserer Zeichnung genau eine effiziente und damit auch automatisch optimale Kombination von Produktionsfaktoren. In der Zeichnung sind das die Punkte c1 und c2. Und wenn wir ausgehend vom Optimum C1 nur einen Faktoreinsatz erhöhen, sagen wir zum Beispiel, wir fangen hier an und versuchen mehr Saatgut in die Produktion zu stecken, nur mehr Saatgut und nicht mehr Arbeitszeit, dann verändert sich gar nichts an dem Output, weil wir immer noch auf der gleichen Isoquante sind, das heißt das gleiche Output-Niveau haben. Konkretes Beispiel, Robinson würde natürlich nichts gewinnen, wenn er beim Holzhacken mehr als eine Axt gleichzeitig einsetzt. Und genauso kann ein Automobilhersteller zum Beispiel in seine Produktion auch nicht erhöhen, indem er einfach nur mehr Karosserien einsetzt und die Anzahl der Reifen dann gleich lässt. Okay, das sind klassische Beispiele für limitationale Faktoreinsatzbedingungen und die Isoquanten sehen dann eben so aus wie hier. Es gibt genau eine effiziente Lösung und die ist dann automatisch auch optimal, weil die optimale Lösung immer in der Menge der effizienten Lösungen liegen muss.